Hat Wasser eigentlich ein Mindesthaltbarkeitsdatum? Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Play Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem Dougie LP. Und mal Real Talk, Leute, hat Wasser ein Mindesthaltbarkeitsdatum? Kann man Wasser immer trinken oder ist es irgendwann schlecht? Oder kann man es dann noch trinken, aber nimmt es an Aroma ab? Hat Wasser überhaupt Aroma? Das alles und noch viel mehr werdet ihr in den Kommentaren beantwortet sehen. Also, falls ihr Bock habt, euch auf dieses Thema einzulassen, Leute, wird eine super spannende Sache. Wasser ist nass, Leute, merkt es euch, denn das ist genauso wichtig wie Feuer ist heiß. Und damit nochmal herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Play Harry Potter Hogwarts Mystery. Genau. Ja, wir haben auf jeden Fall zwei sehr, sehr, sehr coole Aufgaben. Und zwar einmal die allererste Aufgabe, Kapitel 8 von der Quidditch-Nebenquest, Aufgabe 3 von 5, wo wir, gut, da muss ich jetzt gleich nochmal fett cashen, ja, sollen wir das jetzt schon direkt machen? Ja, machen wir, los geht's. So, hallo Freunde, seid ihr überhaupt meine Freunde? Nur weil wir Teamkameraden sind, sind wir ja nicht automatisch Freunde, oder? Ich stelle heute komische Fragen, Leute. Ich werde zuerst einige Worte sagen. Sollte nicht der Kapitän dieses Gespräch leiten? Solltet ihr nicht irgendwie mal kein Ravenclaw-Wappen auf euren Quidditch-Umhängen von Hufflepuff tragen? Aber gut, was weiß ich schon. Und Fug, ich habe vor euch allen gesagt, dass ich mit Daniel reden möchte. Ich werde zuerst reden. Oh, Daniel setzt sich durch, Leute. Oh, na gut, dann wollen wir mal. Eine Wendung, 99,7% unerwartet. Los, Daniel, wir hören dir zu. Ich habe das Gefühl, dass ihr alle wegen meinen Entscheidungen im Spiel mit mir reden wollt. Ihr solltet wissen, dass ich meinem Kopf gefolgt bin, als ich den Spielzug im entscheidenden Moment angesagt habe. Das war keine persönliche Entscheidung. Ich habe angesagt, wovon ich dachte, es sei das Beste für das Team. Und das war Parkins Pinzette. Und wir haben gewonnen, also ist alles in Ordnung. Wir wussten also alle, dass du die Entscheidung treffen würdest und wir alle haben versucht, dich vor dem Spiel zu beeinflussen. Nur ihr selbst wisst, ob ihr versucht habt, mich zu beeinflussen. Aber ihr alle habt mich angesprochen, mir etwas Persönliches erzählt und euren Lieblingsspielzug ins Gespräch gebracht. McNally, Orion, Schande über euch! Über uns? Ich glaube nicht an Schande. Ey, das war keine Gegenfrage, Leute. Gute Absichten hin oder her. Anscheinend haben wir alle dasselbe getan, Sky. Hört zu, ich habe bei den Gesprächen etwas gelernt. Also war es kein Problem. Es war sehr umwerfend, dass wir uns unterhalten haben. Daher wollte ich mit dir sprechen, um mich dafür zu bedanken, dass du Parkins Pinzette vorgeschlagen hast. Egal, ob du es für mich getan hast oder... Egal, ob du es für mich getan hast, es hat meinem Vater eine Menge bedeutet, diesen Spielzug in meinem ersten Spiel zu sehen. Es freut mich, dass du hinter meiner Entscheidung stehst. Ich habe Parkins Pinzette ausgewählt, weil es der richtige Spielzug in einem entscheidenden Moment war. Außerdem glaube ich daran, dass uns Parkins Pinzette letztendlich zum Sieg verholfen hat. Ich glaube daran, dass wir mit etwas Besensurfen noch viel höher gewonnen hätten. Parkins Pinzette, ich bin über meine eigene Zunge gestolpert, als dieser Spielzug kam anstelle des Timberling-Wechsels. Leute, streitet euch nicht. Also streitet euch gerne um mich. Ich meine, das fühlt sich irgendwie gut an, wenn ich so besonders bin, wisst ihr. Aber das war unser erstes Quidditch-Spiel. Es war nicht meine Entscheidung, Entscheidungen zu treffen. Wir sind uns also einig, dass Orion dafür verantwortlich ist. Ich glaube nicht, dass wir uns darüber irgendwas, dass wir uns über irgendwas einig sind. Ich bin mir einig mit mir selbst und darauf kommt es an. Einig mit dir selbst? Was soll das denn heißen? Du weißt genau, dass er diese Frage mit einer Frage beantworten wird, Sky. Kannst du das mit irgendeiner Statistik begründen, McNally? Ich hätte wissen sollen, dass das passieren wird. Hör auf! Hey, Kind mit der Gesichtsbemalung! Hey, wo kommst du denn her? Das Kind mit der Gesichtsbemalung schleicht gerne umher und belauscht Gespräche.
Ist er vielleicht R? Nee, ein Gesichtsbemalungskind befindet sich kein R, vergesst es. Ich kann dieses Gespräch nicht länger belauschen. Ich glaube, wir bleiben noch hier, aber du kannst gehen, Kumpel. Aber ich bin der größte Quidditch-Fan von Hufflepuff. Ihr müsst mich einfach anhören. Oh, ein Fanboy, Leute. In Ordnung, Gesichtsbemalungskind, dann heraus damit. Ja, wollen wir das jetzt anhören oder juckt uns das nicht? Ja, komm, es juckt uns. 3 Stunden, ahoi. Ja, Leute, dann werden wir diese Aufgabe mal abschließen und ich bin sehr gespannt, was Gesichtsbemalungskind jetzt Weißes zu sagen hat. Ja, und wir werden danach auf jeden Fall mit der Hauptstory weitermachen. Das habe ich ja letzte Folge versprochen und in dieser Folge werde ich auf jeden Fall mein Wort halten, Leute. Also letzte Folge hätte ich es auch gehalten, aber da gab es halt dieses coole Quidditch-Spiel, was als Thema schon echt cool war. Und ja, ich glaube, dass in dieser Folge vor allem das Highlight darin besteht, dass wir die letzte Aufgabe von Kapitel 14 abschließen werden. Und ich bin schon echt gespannt, was da passieren wird, ob es vielleicht sogar einen Cliffhanger oder irgendwas in die Richtung gibt, aber lassen wir uns mal... ja, überraschen, Leute. So, nochmal überlegen. So, dann nochmal notieren. Haben wir es... Na, wir haben es noch nicht ganz geschafft. Erinnern. Okay. Wundern. Ich hoffe, damit haben wir die Aufgabe jetzt noch nicht geschafft. Ja, wir haben sie geschafft. Dann war es vielleicht... Dann haben wir wahrscheinlich sehr viele umsonst ausgegeben. Aber naja, egal. So, dafür kriegen wir jetzt auch nochmal ein paar Münzen. Dankeschön dafür, Spiel. Ich wollte nur sagen, ich schmiere mir nicht ohne Grund Farbe ins Gesicht. Ach nicht? Oh. Das mache ich für euch und für den Quidditch-Sport und damit bin ich nicht allein. Also bitte vertragt euch, ihr seid Helden für unser Haus und wir brauchen Helden. Ey, ich war auch vorher ein Held. Ich habe Hogwarts gerettet, ich bin der Inbegriff eines Heldes. Ey, ich werde definitiv hier echt unterm Wert verkauft. Was ist mit Quidditch-Kommentatoren? Sind wir auch Helden? Das würde ich schon sagen, McNally. Seht ihr? So ist es schon viel besser. Danke, Gesichtsbemalungskind, dafür, dass du uns daran erinnert hast, wie uns Quidditch zusammengebracht hat. Es musste einfach sein. In der großen Halle steigt eine große Siegesfeier. Wenn ihr weiter streitet, verpasst ihr noch den ganzen Spaß. Danke für den Tipp. Sollen wir also zusammen in die große Halle gehen? Ich schätze schon. Ich bin dabei. Wir gehen weiter. Ja, Leute, dann gibt es jetzt wohl eine große Saufparty, also sowohl vor als auch nach dem Spiel. Cool, also ich verbinde Quidditch mehr mit Saufen als mit Quidditch, aber ja, ist egal, Leute, ist auf jeden Fall eine tolle Sache. In die große Halle gehen. Das Gesichtsbemalungskind möchte allen davon erzählen, wie es unser Quidditch-Team gerettet hat, bevor wir ankommen. Ja, okay, soll es das machen? Ich habe da, glaube ich, weniger dagegen. Ja, Leute, ich bin gerade am Überlegen, ob wir die Aufgabe noch machen sollen oder ob wir jetzt schon direkt mit der Hauptstory weitermachen. Nee, wir machen mit der Hauptstory weiter, Leute, und wenn wir danach noch Zeit haben, können wir die Aufgabe bei Quidditch noch machen. Los geht's! Oh, weia... Ich bin mit Penny wieder zusammen, Leute. Dann kann die Aufgabe nur toll werden. Oh, nee, da ist schon wieder Cedric. Oh, Gott. Nein. Warum freue ich mich eigentlich auf die Hauptquest? Ach ja, wegen Penny. Hallo, Dumbledore. Geben Sie mir wieder Hauspunkte? Madame Pomfrey, sie wurde... versteinert. Das ist der Plot-Twist, von dem ich am Anfang geredet habe, Leute. Daniel, Penny, ich wollte nur... Und dann... Das war Cedric. Eindeutig Professor Dumbledore, nehmen Sie Cedric fest. Es war schon schlimm genug, als nur Schüler versteinert waren. Jetzt wird auch das Hogwarts-Personal verflucht. Wie ist das geschehen? Das versuchen wir auch gerade herauszufinden. Wir haben die Patienten evakuiert und diesen Bereich für alle Schüler abgesperrt, solange die Untersuchung läuft. Wir haben erfahren, dass sie hier vorhin mit Mr. Diggory Freiwilligendienst geleistet haben. Ey, werde ich gerade verdächtigt? Mr. Diggory war der Letzte, der mit Madame Pomfrey gesprochen hat, aber er ist zu verstört, um unsere Fragen zu beantworten. Tut mir leid, es ist nur... Ich bin schuld. Achso, das steht da gar nicht. Aber er ist schuld, Leute. Nehmt ihn fest, bringt ihn um oder noch besser, sperrt ihn nach Azkaban 10 Millionen Jahre mit den ganzen Dementoren. Tief durchatmen, Mr. Diggory. Es ist völlig normal, überwältigt zu sein.
Mir ist klar, was du durchmachst, Cedric. Hey, und was mache ich durch, Penny? Guck zu mir. Guck, wie ich traurig gucke. Meine Schwester ist im Gemälde eingesperrt zu sehen, war unerträglich für mich. Aber ein Gespräch mit Daniel hat mir geholfen, damit umzugehen. Ja, das stimmt. Vielleicht hilft es dir auch, wenn du uns erzählst, was du gesehen hast und wie du dich fühlst, Cedric. Also nicht mir, ich höre dir nicht zu, aber... Ja gut, Penny will... Nee, dann doch ich. Wir sind deine... Ja, weiß ich noch nicht so genau. Wir sind deine Freunde schon vergessen. Wenn es dir nicht gut geht, dann sind wir für dich da. Vielen Dank, das bedeutet mir eine Menge. In Ordnung, ich werde euch erzählen, was passiert ist, als Madame Pomfrey versteinert wurde. Oh Gott, Leute, dann wollen wir... Ja, war ja auch echt selten in letzter Zeit mit diesen wundervollen 8-Stunden-Aufgaben. Let's go! Aber das einzige Gute ist, bei den normalen Aufgaben werden die Sterne auch nicht mitgerechnet. Hogwarts Mystery, willst du mich jetzt ernsthaft verarschen? Ist das jetzt überall so? Ja, Hogwarts Mystery hat rausbekommen, dass man so unnötigerweise zu viele Energiepunkte ausgibt. Wahrscheinlich gucken sie auch mein Let's Play und merken oder haben gesehen, dass ich immer darauf achte, am Ende nicht zu viele auszugeben, die dann unnötig verloren gehen. Und da haben sie sich ganz einfach gedacht, ja, dann zeigen wir ihm die einfach nicht mehr. Dann gibt er immer zu viele aus. Hogwarts Mystery, ich könnte jetzt hier so einen Finger zeigen, ne? Aber das darf ich nicht, weil ich YouTuber bin und gewisse Regeln einhalten muss. Aber stell dir einfach vor, dieser Finger wäre jetzt oben, ja? Und den richte ich jetzt an dich. Hogwarts Mystery, also an dich, an die Mitarbeiter und an die Leute, die da etwas zu sagen haben. Ihr seid doof, wisst ihr das? Mir einfach hier die Fortschritte vorzuenthalten. Ja, ihr wollt nur, dass ich mehr Energiepunkte ausgebe, ihr Raudis, ey. Naja, okay, gut, Leute, dann wollen wir einfach mal hoffen, dass wir jetzt nicht schon wieder zu viele ausgeben. Aber, ja. Wir hätten auch einfach gucken können, wie viele Energiepunkte wir am Anfang hatten. Für eine 8-Stunden-Aufgabe braucht man so um die 80 bis 100 Energiepunkte. Um den Dreh, glaube ich, war das. Und dann hätte man das eigentlich ganz gut ableiten können. Aber gut, so auf solche Ideen komme ich natürlich erst, wenn es zu spät ist. Sehr gut gemacht, Daniel. So, jetzt würde ich einen... Ja, nehmen wir mal die 3 hier. So. Ja, nice, 3. Da haben wir maximal 2 zu viele ausgegeben. Geil, das ist okay. Das ist im ertragbaren Bereich. So, damit haben wir diese Aufgabe auch abgeschlossen und kriegen nochmal ordentlich Geld dafür. Dankeschön. Ich habe Madame Pomfrey nur einige Minuten lang den Rücken zugekehrt und den Raum nicht einmal verlassen. Aber als ich mich umgedreht habe, war Madame Pomfrey versteinert. Ja, das ist der Beweis. Es war Cedric. Bis dahin schien alles völlig normal. Die anderen Schüler im Krankenflügel haben ähnliche Geschichten erzählt. Ich dachte, die anderen Flüche seien schlimm, aber das hier scheint der niederträchtigste Fluch von allen zu sein. Ich weiß, was du meinst. Ich dachte nicht, dass ich mich jetzt auch noch darum sorgen muss, dass das Personal versteinert wird. Und jetzt hat Hogwarts keinen ausgebildeten Heiler mehr. Wenn der Fluch schon so schlimm ist, wie gefährlich ist dann wohl das letzte verwunschene Verlies? Ja, das frage ich mich allerdings auch gerade, Leute. Diese Sache überlasst ihr bitte uns. Okay, das sagt Dumbledore gefühlt jedes Jahr, aber jetzt kommt er ernst drüber, weil die Kamera nah ranfährt. Wir werden weiterhin alles in unserer Macht Stehende tun, um diesen Statuenfluch zu brechen und die Schule zu beschützen. Aber bis dahin befürchte ich, dass sich in Hogwarts einiges ändern wird. Hey, was meint der? Und hey, sie scheint irgendwas Grauenvolles gesehen zu haben. Oh Mann, Leute. Kapitel 14 abgeschlossen. Ein neuer Freund eines Freundes. 250 Münzen, 2000 Erfahrung. Nehme ich natürlich gerne. Dankeschön, Spiel. Kapitel 15. Sprung ins kalte Wasser. Die Schule steht wegen Madame Pomfreys Versteinerung unter Schock. Und du musst das letzte Verlies finden. Deine Suche führt an einen neuen Ort, aber warten dort Gefahren? Ich gehe ganz stark davon aus. Aber was weiß ich schon, Leute. Starten. So, jetzt bin ich gespannt, ob dieses Kapitel schon... Ah, nee. Ah, ich wollte gerade schon sagen, demnächst mit weiteren Kapiteln. Alle Schüler sollten unverzüglich für eine wichtige Ankündigung in die große Halle kommen.
Okay, gucken wir mal gerade drauf. Ja, ja, wie ihr seht, Leute, aktuell gibt es keine weiteren Kapitel in der Hauptstory. Das bedeutet, ich hoffe, dass zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge hier gerade online kommt, ein neues Kapitel bereits online ist, weil dann wird es morgen in der morgigen Folge direkt mit diesem neuen Kapitel weitergehen. Wenn es das noch nicht gibt, dann werden wir jetzt erstmal mit den ganzen Quidditch-Aufgaben weitermachen. Und ich hoffe, das ist soweit für euch in Ordnung, aber wir haben beim Quidditch auf jeden Fall noch viel zu tun und, ja, weil wir noch ein bisschen Zeit haben, würde ich sagen, machen wir diese Aufgabe jetzt noch eben. Los geht's, Leute! Wow, schon wieder eine mega geile Party. Also ich muss schon sagen, diese Quidditch-Partys sind auf jeden Fall, ja, durchaus sehr schön. Und hey, die da sieht traurig, die sehen beide traurig aus. Der sieht müde aus. Der sieht überfressen aus. Traurig, traurig. Wieso sind so viele Schüler in Hogwarts traurig? Was ist denn hier los? Warte mal, sind die von einem anderen... Achso, die sind von Slytherin. Ja, okay, dann verstehe ich das natürlich. So, hallo Leute. Seht nur, unser neuer Jäger ist hier. Ja, das bin ich, Daniel Granger, ehemals Fluchbrecher, aber jetzt auch Jäger. Hallo Gesichtsbemalungskind. Ich habe dir gesagt, du sollst unbedingt vorbeischauen. Ja, habe ich auch gemacht, ne? Will ich ja nun mal so dazu sagen. So, was haben wir da hinten noch? Glückwunsch, hervorragendes Spiel. Dankeschön, Schüler. Ja, danke schön. Wieso heißen die Leute Schüler mit Vornamen? Das ist crazy. Ja, das kann man als Party durchgehen lassen, glaube ich. Wow, das Kind mit der Gesichtsbemalung hat es ernst gemeint. Seht euch nur dieses herausragende Ergebnis für unser Haus an. Und nun seht euch unser stolzes Hufflepuff-Quidditch-Team an. Schaut mal, wie alle euch drei anschauen, als wärt ihr Rockstars. Ich bin ein Rockstar. Ich war sogar mal in einer Band in einem Nebenevent. Ja. Mann, was ich alles schon in diesem Let's Play erlebt habe, Leute. Ja, egal. Schaut mal, wie ich mich, wie mich alle anschauen, weil ich zusammen mit Rockstars ankomme. Und nun seht euch. Ja, Murphy, wir sehen es. Unterstützung kann ruhig oder ausufernd sein, ist aber immer eine große Hilfe. Genau, es freut mich, dass wir alle zusammen hier sind. Lasst uns losgehen und unseren Quidditch-Sieg mit unseren Hauskameraden feiern. Yay, let's go, Leute. 3 Stunden, ahoi. Ja, das ist eine 3-Stunden-Aufgabe. Das finde ich jetzt gerade sehr erquickend, ehrlich gesagt. Dann hoffe ich einfach mal, dass ich mit meinen jetzigen Energiepunkten auskomme, was ich irgendwie ein bisschen bezweifle. Aber man weiß ja nie, Leute. Drücken wir uns einfach mal gegenseitig die Daumen. Und ja, so, hier, es wird schon wieder nicht mitgerechnet, by the way. Ich muss aber auch dazu sagen, Leute, ich bin echt froh, dass obwohl ich jetzt vorhin das letzte Kapitel in der Hauptstory gemacht habe, die mir nicht schon wieder mit italienischer Sprache gekommen sind. Ja, weil das macht Hogwarts Mystery immer gerne, wenn man kurz zum Ende ist, dass sie die Dinger noch nicht übersetzt haben. Und ja, das scheinen sie diesmal besser geregelt zu haben, was mich dezent freut. Vielen lieben Dank, Hogwarts Mystery. Ich beleidige dich ja schon relativ häufig. Und deswegen ist es auch mal fair, wenn ich dich mal für gewisse Dinge lobe, die du gut gemacht hast. Hast du gut gemacht. So, oh, was? Ja, was machen wir jetzt, Leute? Soll ich mir nochmal... Ja, aber nur ein kleines Paket, würde ich sagen. Hallo. Hey, lol. Dann hole ich mir, das Paket. Ja, genau, wunderbar. So, die 5 nochmal. Nee, 4 sind, glaube ich, zu viel. Das sind 5. Ja, dann nehmen wir halt hier die 4. So. Ach, das war es immer noch nicht. Ja, dann nehmen wir hier nochmal die 2. Das war es immer noch nicht. Ja, dann nehmen wir nochmal die 4, Leute. Ah, jetzt war es das. Okay, maximal 3 zu viel ausgegeben. Das ist leider nicht mehr im so tollen Bereich. Aber wir hoffen einfach mal, dass es genau passend war. Einsammeln. Nach dem Gespräch mit dem Quidditch-Fans in unserem Haus bin ich schon wieder total aufgeregt wegen dem Spiel. Wenn du noch einmal spielen müsstest, würdest du also wieder denselben Spielzug auswählen? Ja, ich würde dieselbe Wahl treffen, nein, ich würde mich anders entscheiden. Keine Ahnung, gibt's auch die 3. Auswahl? Ich weiß es noch nicht. Ich nehme einfach mal das hier. Ja, ich würde dieselbe Wahl treffen, schließlich haben wir gewonnen. Und denk nur an all die Punkte. Auf die Punkte kommt es an, wenn wir den Quidditch-Pokal gewinnen wollen. Umwerfend, darauf hatte ich gehofft. Wir werden nicht schon wieder darüber reden, oder? Dieses Thema ist lang und kompliziert. Lasst uns hier nicht streiten. Vergesst bitte nicht, dass wir auf einer Hufflepuff-Party sind. Mit anderen Häusern noch dabei, deswegen ist es eigentlich keine Hufflepuff-Party. Ja, aber was weiß ich schon.
Hey, da ist schon wieder diese wie Penny ausschauende, nur älter ausschauende Schülerin mit blauem Oberteil. Was macht die hier? Die hält sich auch für super geil, ey. Seht nur, wer gerade angekommen ist. Erika Rev schon wieder. Sie ist mit ihren Kumpels bei der Aufwärmparty an mir vorbeigelaufen. Und was ist dann passiert? Rev ist stehen geblieben und hat mich angeschaut und ist dann weitergelaufen. Was? Das kann Rev nicht tun. Doch, das kann sie. Oh. Und sie und ihre Ravenclaw-Quidditch-Kumpels können nicht einfach dort drüben sitzen und uns ignorieren. Doch, das können sie. Boah, das sind so Rebellen, Leute. Das sind so richtige Rebellen. Warum bist du denn so aufgeregt, McNally? Eine waschechte und mitreißende Rivalität als Gesprächsthema. Ravenclaw ist das Team, das dieses Jahr zu schlagen... was? Das es dieses Jahr zu schlagen gilt. Stimmt, Rev und ihre Freunde spielen Psychospiele. Was? Psychospiele? Das ist ja creepy, Leute. Dann lasst uns gewinnen und meine Entscheidungen hinter uns lassen, egal ob ihr mir recht gebt. Lasst uns alle vereinte Front... Was? Lasst uns als vereinte Front auftreten. Du hast recht. Aha. Klar, ich bin auch dabei. Ich bin nicht einmal im Team und ich bin dabei. Was kommt als nächstes? Aha. Training natürlich. Jetzt sofort? Eine weise Antwort. Rev kann keine Psychospiele mit uns spielen, wenn wir nicht hier sind. Hat Orion mich eben weise genannt? Deine Idee mit der vereinten Front könnte funktionieren, Daniel. Lass uns zum Feld gehen. Ja, Leute. Das bedeutet, wir werden jetzt in der nächsten Aufgabe, genau, zum Quidditch-Feld gehen. Und ich bin schon echt gespannt, wer Erika Rev ist, beziehungsweise... Ja, ob sie genauso arrogant rüberkommt oder ist, wie sie rüberkommt. Ja, genau, guter Satz, Daniel. Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, Leute. Ich bin schon mega gespannt auf das nächste Kapitel, auf Kapitel 15. Ich hoffe wirklich, das kommt jetzt nächste Woche raus, sodass ich das jetzt in der nächsten Folge direkt anfangen kann. Weil, Leute, es wird mega spannend. Ein richtig geiler Plot-Twist und die Hauptstory ist wirklich, wirklich mega cool. Ich bin mega gespannt, wie es weitergeht. Und wenn ihr das auch seid, dann lasst gerne ein Abo und auch die Glocke da. Also ihr klickt einfach auf die Glocke, dann ist die aktiviert. Und dann kriegt ihr für jedes Video eine Benachrichtigung. Würde ich mich sehr drüber freuen, Leute. Und in diesem Sinne, euch allen einen schönen Tag. Macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.